Hallo Leute, heute gibt es wieder ein Spitzen-Checkexperiment für euch. Ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg zur Therme in Erding. Das ist so ein riesiges Spaßbad. Und da treffe ich gleich Mario, meinen heutigen Herausforderer. Der ist Zauberer, hat die ersten Tricks drauf. Und so viel weiß ich schon, um Wasser und um Zauberei geht es irgendwie auch heute. Gucken, was passiert. Mario ist Meister der Magie. Der hat schon in hunderten Auftritten sein Publikum verblüfft, weil er Sachen, die eigentlich gar nicht möglich sind, trotzdem geschehen lässt. Hallo. Grüß dich, Tobi. Hi. Hi. Bauen wir den Tisch auf, oder? Wie immer, Checkexperimentiertisch ist am Start. Schutzbrillen, klar. Sicherheitshandschuhe. Mein Lieber, dann erzähl mal, worum geht's heute? Du siehst, es ist ziemlich viel Wasser hier. Schwimmbad, klar. Ja, deine Aufgabe hat heute mit Wasser zu tun. Aha. Und du wirst heute über Wasser laufen. Du wirst über Wasser laufen. Ey, es wird immer schlimmer. Niemand kann über Wasser laufen, Mann. Du wirst. Warum sind die denn alle im Wasser und nicht oben drüber? Weil man nicht auf Wasser laufen kann. Irgendwann hört es auch auf, Spaß zu machen. Ich mache alles mit, so Experimente hin und her und gut und alles. Aber also Sachen, die nicht gehen einfach, die kann ich auch nicht lösen. Das tut mir leid. Hast du es schon probiert? Nee, aber ich beweise es dir. Ja, versuch's. Ey, das ist ein Knall. Also ich muss dir jetzt beweisen, dass man im Wasser untergeht, ja? Viel Spaß. Wie läuft man? Mach Schritte so? Einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen. Dann mache ich mal einen Schritt aufs Wasser. Nicht reinfallen. Also Platz da bitte, ich werde jetzt übers Wasser laufen. Bei drei, ja? Eins, zwei, drei. Hat nicht funktioniert! Das ist doch kein Experiment, das geht halt nicht. Man geht unter im Wasser, Mann. Du kannst auch schneller laufen, so wie du einen Stein übers Wasser wirfst. Aha. Wie weit muss ich es denn schaffen? Drei, vier Schritte? Das probiert. Eins, zwei, drei! Hat auch nicht funktioniert! Man kann nicht über Wasser laufen, auch nicht über Wasser rennen. Ja, aber mit Wasser kann man viel mehr machen, als du glaubst. Wenn ich so eine Wasserflasche auf den Kopf umdrehe, ja. Was passiert dann? Das Wasser fließt nach unten, Deckel ist drauf, also läuft nichts aus. Genau. Genau. Was passiert, wenn ich sie aufmache und vielleicht mal einen Schluck draus trinke? Klar. Und das Gleiche nochmal mache. Was passiert dann? Wenn du die Hand fest drückst, läuft immer noch kein Wasser aus. Wollen wir es probieren? Ja. Okay. Und? Sieht noch nicht so gut aus, oder? Ja, jetzt läuft was raus. Bisschen. Okay. Ja, und jetzt kommt das Ding mit der Zauberei ins Spiel. Okay. Kennst du einen Zauberspruch? Simsalabim. Ja, probier noch mal. Simsalabim. Ach, come on. Ja. Ne. Da. Ne. Hast du? Ja. Abgefahren. Ja, okay, Tobi. Ich will ehrlich sein. Beim Zaubern braucht man ab und zu mal Hilfsmittel. Aha. Und damit du übers Wasser laufen kannst, bekommst du auch zwei Hilfsmittel. Das klingt schon mal gut. Du kriegst zwei Plastikwannen. Aha. Und Maisstärke. Zwei Plastikwannen und Maisstärke. Das sind deine erlaubten Hilfsmittel. Cool wäre gewesen, wenn du sagst, eine Brücke. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich mit Plastikwannen und Maisstärke machen soll. Und wie mir das dabei hilft, gottgleich übers Wasser zu laufen. Wir werden sehen. Bis gleich. Alles klar. Die Hilfsmittel dieses Mal, Plastikwannen und Maisstärke. Plastikwanne. So viele Shops gibt's ja nicht. Hier vielleicht. Haha. Hallo. Hallo. Ich bin der Tobi. Tanja, hallo. Guten Tag, hallo Tanja. Du, ihr habt hier dieses Ding. Ja. Darf ich mir das mal ausleihen? Klar, für was brauchst du dich? Ich hab den verrückten Auftrag gekriegt, übers Wasser zu laufen. Hast du noch eine zweite oder reicht dir eine? Wenn du noch eine hast, ist natürlich ja, fantastisch. Ja, super. Ja, nicht gedacht, dass ich sowas hier finde. Bam! Gut, dann viel Erfolg. Danke dir. Ciao. Ciao. Super. Fehlt nur noch die Maisstärke. Ich glaube ja, man nimmt die zum Kochen. Guten Tag, ich bin der Tobi. Ich Angelika. Hallo Angelika. Habt ihr vielleicht Maisstärke da? Ja, Maisstärke habe ich da. Ja, top. Super, vielen Dank. Sag mal, wofür benutzt man das denn eigentlich? Für Soßen. Und so. Damit es so aussieht. Ja, gut. Angelika, tausend Dank. Okay. Danke dir, ciao.
Okay, also man kann Soßen damit dicker machen. Aber übers Wasser laufen? Hier, super. Zwei Plastikwannen und feine Maisstärke. Alles besorgt, super. So, ja, was soll ich jetzt damit machen? Ja, wenn du das jetzt anschaust, überleg mal, was kannst du damit machen? Also hier, Maisstärke, ne? Hat mir sogar die Köchin erklärt. Benutzt man, um Soßen dicker zu machen. Soße machen wir keine. So, und dann haben wir diese Dinger hier. Da kann man Wasser reinfüllen. Oder? Oder sie ins Wasser legen. Warte mal, die müssten ja schwimmen eigentlich. Ja. Das probiere ich aus. Mach dir mal kurz Platz da, bitte. Meine Idee ist nämlich, wenn ich jetzt mich da reinstelle, das Gewicht einigermaßen gut verteile, tragen die mich vielleicht auf dem Wasser und ich kann so übers Wasser laufen. Und die Wannen hat er ja erlaubt. Nein! Wenn das hier offensichtlich nicht geht, dann solltest du deine Versuchsanordnung ein bisschen verändern. Es hat niemand gesagt, dass du über den großen Pool laufen musst. Aha. Aha. Also sind womöglich die Dinger dafür da, dass da das Wasser reinkommt, über das ich laufen soll? Denk nochmal nach, welche Hilfsmittel du noch bekommen hast. Feine Speisestärke. Klar, ich kann halt die Speisestärke ins Wasser kippen, aber was bringt mir das denn? Wollen wir es mal ausprobieren? Ja? Erstmal im Kleinen. Okay. So, guck. Stopp. Mach mal erst Wasser rein. Das reicht. So, einmal Leitungswasser für Mario. Kipp rein. Ah, oh, das gibt so eine fiese Matschepampe hier. Ist noch ziemlich wässrig, oder? Es hat immer noch Wasser, nur das ist jetzt weiß ich. Sind noch ein bisschen zu flüssig. Ich glaube, du brauchst noch eine Stärke mehr oder zwei. Vielleicht kannst du mal 5 oder 6 holen. Ich hole noch ein paar. Ja? Genau. In der Küche haben die bestimmt noch. Ah, so, klasse. 6 Stück. Alle da rein? 1 nach mal. Punch mal ein bisschen. So. So, jetzt musst du rühren. Das brauchen wir nicht mehr. Ach, Tobi, nimm ruhig deine Finger. Oh, ist das ekelhaft. Guck dich mal an hier. Schleimig. Das läuft ganz komisch. So wie Wasser ist es jetzt nicht mehr. Okay. Aber es ist auch kein trockenes Pulver mehr gerade. Es fühlt sich ganz abgefahren an. Es klebt so richtig an den Händen, dieses Zeug. Und es wird so waberig irgendwie. Ganz, ganz, ganz seltsam. Und merkst du schon irgendwas ganz Besonderes, was damit passiert? Es klebt halt so an den Fingern. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Verrühre das nochmal. Es ist immer noch flüssig. Ich komme auch, wenn ich meine Hand da so reinstecke, bis auf den Boden, ohne Probleme. Ja. Aber wenn ich anfange, schnell zu rühren, dann ist es, als wäre es hart. Das ist richtig, das ist super abgefahren. Stell mal eine Hand mit den Fingern am Boden. Ja. Und jetzt zieh sie ganz schnell raus, die Hand. Einfach rausziehen. Einfach ganz schnell raus. Wow! Was war das denn? Was? Hast du sie festgehalten? Nee, überhaupt nicht. Ich kann ja nicht, wenn ich 5 Finger so auf den... Abgefahren. Aber es klebt in meiner Hand. Ist jetzt alles fest? Nee, es ist überhaupt gar nichts Festes da. Wenn ich ganz langsam reingehe, ist alles flüssig. Guck mal, jetzt ist ja nach wie vor eine bewegliche Masse hier. Hol mal ein bisschen was raus und mach mal ein Kloß. Ja, ich habe ein Kloß. Genau, und jetzt halt die Hand flach. Nee! Was geht denn ab? Das ist ja saukrass. Ist das abgefahren. Sobald man keinen Druck mehr auf dieses Zauberwasser ausübt, wird es sofort wieder flüssig. Mach mal eine Faust, ja, und schlag mal auf den Holzboden von deinem Tisch. Dann tue ich mir doch weh. Versuch's. Fest, ja? Vertrau mir. Okay. What? Ich bleib oben an der Oberfläche kleben. Tut's weh? Nee, überhaupt nicht. Es ist ja irgendwie flüssig, aber irgendwie auch nicht. Guckt euch das mal an. Ey, das ist unfassbar, das Zeug. Das ist Zauberwasser eigentlich. Was ist denn das? Das sind lauter kleine Teilchen aus der Speisestärke. Die sind ganz rau. Und wenn du langsam mit deinen Händen durchgehst, dann kann das Wasser an den Teilchen vorbeifließen. Aha. Und wenn du ganz schnell vorbeigehst, dann halten sich die aneinander fest und bilden diese feste Masse. Also weil die so rau sind, verkanten die sich mehr, genau, oder weniger. Das ist ja genial. Und deshalb kann ich, wenn ich mich ganz langsam bewege, mit den Fingern auch wirklich bis auf den Boden, weil die Teilchen langsam zur Seite gedrückt werden. Und genauso langsam kann ich auch wieder raus. Ohne dass irgendwas passiert. So. Aber wenn ich schnell mache, dann wird es plötzlich bretthart, weil sich die kleinen Teilchen sofort aneinander, ja, genau, festhalten. Quasi. Und kannst du dir jetzt vorstellen, was das mit deinem Auftrag heute zu tun hat? Ja, und ich habe plötzlich auch richtig Bock drauf. Super cool. Das heißt, warte,
Die Dinger hier machen wir voll mit Wasser. Genau. Und mischen das hier drunter. So machen wir es. Brauchen wir aber viel mehr davon, ne? Kannst du noch was besorgen? Ich guck nochmal in die Küche. Zum Glück, ey. Die Kollegen haben noch eine ganze Menge von dem Zeug. Aber das alles jetzt allein anmischen? Nö. Ich hol mir Hilfe. Achtung, Achtung! Wir sind kurz vor der Fertigstellung des Checkexperiments. Tobi läuft über Wasser. Schnappt euch ein Handtuch und kommt bitte alle her. Wir brauchen eure Hilfe. Ganz schnell! Was wir jetzt machen müssen, ist echt nach und nach diese Speisestärke in die zwei Bottiche zu kippen. Und ganz, ganz viele von euren Händen müssen die dann durchrühren. Auf drei, alles klar? Eins, zwei, drei. Ganz langsam da durchrechnen. Wie fühlt sich das an für euch? Lustig. Das fühlt sich an wie Knete, die, wenn man sie nicht bewegt, dass sie sich dann zerfließt. Ja, ne? Ich glaube, wir sind fast fertig. Ich mache jetzt den Test. Und hau drauf. Das sind später meine Füße. Bin gerade mit meinen Händen über Wasser gelaufen. Sau abgefahren. Ich habe echt am Anfang noch gedacht, was will der Mario eigentlich von mir? Und jetzt werde ich über Wasser rennen. Mario, du bist der Meister des Experiments. Ist das so in Ordnung, ja? Das sieht super aus. Wenn ich da jetzt drüber laufe, dann habe ich das Experiment gewonnen. Dann bist du dabei, ja. Dann starten wir jetzt das Experiment. Achtung, Achtung! Wir sind kurz vor der Vollendung des Experiments Wasserlauf. Ab jetzt brauche ich euer aller Unterstützung. Los geht's! So, Leute, wir müssen jetzt den gesamten Bereich hier weiträumig absperren. Das ist mein Parcours. Das ist die Flüssigkeit, über die ich jetzt gleich drüber laufen muss. Hast du noch irgendwelche Tipps für mich? Worauf muss ich denn wohl achten? Du musst schnell sein, richtig schnell und kurze, schnelle Tippelschritte machen. Kurze, schnelle Tippelschritte, irgendwie sowas? Ja, das ist perfekt. Mario? Das ist die Flüssigkeit, über die ich drüber laufen soll, richtig? Mein Fuß versinkt. Mario? Bereit? Ich bin bereit. Du musst bereit sein. So, dann brauche ich jetzt eure Unterstützung. Okay, Tobi, 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 drei, Tobi, zwei, Tobi, eins. Tobi, Tobi. Darf auch mal ins Wasser laufen. Und ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal.